So, endlich wieder bei der Dreckspin angekommen. Bisschen trainiert, Level 19. Lumi ist Level 2. Und jetzt will ich dieser verdammten Drecks-Eule so richtig fast in töten. Das Einzige, was ich gerade denken kann, ist, Vieh muss sterben. Und erstmal sollte ich die richtige Reihenfolge reinpacken. Jetzt kann das Vieh sterben. Du da. Dein Feuerhieb. Und du. Oh, Konfusion. Halt. Da war noch was. Ah ja. Darf ich mal die Magie ausprobieren, wie die gegen den Feind wirkt. Eissturm und Tropfen habe ich mir jetzt mal gekauft. Okay, es macht Schaden. Es macht nicht viel Schaden, aber es macht Schaden. So, Abwehr erhöht. Boom. Remo ist auch schon nächstes Level, wie man schön sieht. Das noch, Batsch. Und Tropfen, mal sehen, wie viel das hermacht. Was? Gut. Aus irgendeinem Grund ist Funke immer noch die beste Strategie gegen das Vieh. Komm ruhig mit deinem Giftschauer. Diesmal stört's mich relativ wenig. Allerdings will ich mal gucken, ob ich... Ich kann mein eigenes Vieh wirklich nicht heilen. Ist jetzt ein bisschen dumm natürlich, aber Zauberwut war Widerstandskraft gegen Magieschwächen. So, dann mal immer her mit der Zauberwut. Da. Stimmt ja, die Palle sieht ja immer auf das Drecksvieh. Diesmal stürzt mich nur ein bisschen weniger. Ich habe mir ein bisschen mehr Zeug zum Heilen mitgenommen. Ich hätte mir eventuell mehr auf Angriffszeug wie Wumme und so mitnehmen sollen. So, du kommst nochmal. Chaosklau geht nicht gut. Stark. Draufhauen. Und halt Eiswand erhöht Abwehr. Versuchen wir es mal mit diesem Konfusionsteil. Mal sehen, ob es irgendwas bringt. Nee, was? Das stört mich nicht. Ich rede dir bald sowas von in den Arsch, dass dir Hören und Sehen vergeht. Baba. Stark. Ich bin stark. Stark. Baba. Die Theorie flüchtet auch mal. Ja, wenigstens bleibt sie länger dort als dieser Flammenhund. Okay, Chaosklaue draufhauen. Einmal stark auf Guy. Datsch. Bisschen Schaden muss ja auch her. Halt, er ist paralysiert, das heißt Serum auf ihn. Und du haust mal Zauberwut rein. Wesentlich weniger Schaden gemacht. Na, jetzt haben wir zwei Mitgift und Guy hat immer noch sein Erlösung, nicht Serum. Naja. Einmal heilen tut für alle und ich weiß, wie es ist. Bei 3 heilt, 31 kann man gehen lassen. Meinetwegen sollte die Verstärkung kommen. Macht nicht viel her. Draufhauen. Halt. Drauf feuern.
Finde die Gegner ein. Hm, 37. Mir kommt es vor, als hätte sich seine Magie wesentlich verstärkt in der Spiel. Oder meine verschlechtert. Warum hat das auf? Nee, nicht auf alle. Gut, dann komme ich wie eben wieder mit Funke. Hat ja beim letzten Mal relativ brauchbaren Schaden gemacht. Jetzt. Stark, auch wenn es so gut wie nichts heilt. Und weil es so gut wie nichts heilt, sollte ich es eigentlich auch gar nicht machen. Und dann 60, 41 draufbauen. Yes. So, du da haust mal schön Erlösung auf ihn drauf, während du 31 auf alle heilst. Außer der Rückverstärkung rufen, bringt ihm nicht viel. Leute, draufhauen. Ein bisschen Schaden geht schon. Draufhauen, draufhauen, draufheilen. Bababam, dadam, dadadam, dadadam. Dann, wir wollen ja diesmal möglichst wenig schlafende Kämpfer in meiner Gruppe haben. Sie kann sich vielleicht selbst heilen, also muss jetzt mal stark her. Und der muss draufhauen. Tadam! Das ist KP-mäßig gerade ein bisschen blöd. Und ich schätze, das war es der Feind. Wo haben wir denn unser Kraftprank? Verstärkung passt mir, solange die Verstärkung erst nächste Runde angreift. Hier hat sie von alleine herholt. Supi! Draufhauen, draufhauen, drauffeuern. Ja, die Verstärkung hat nicht lange überlebt, oder? Also einmal Chaos-Klaue bitte auf den richtigen Gegner. Batsch, 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 batsch. Oh mein, wenn das schon 39 Schaden bei so auf den Feind macht, dann müsste es im Einzelnen ja auch ganz gut Schaden machen. Gute Idee. Lösung. Draufhauen auf die Anarchana. Ach. Achna. Achna. Mal wegen Achna. Und jetzt sind wir noch mal erwischt. Gut. Und da kommt nichts. Schlagen. Schlagen. Halt heilen.